Komm rein, bring blaues Blut herein. Diesem Bistro im schottischen Edinburgh stattete am Dienstag ein derzeit sehr gefragtes Pärchen einen Besuch ab. Der britische Prinz Harry und seine zukünftige Meghan Markle kamen ins Social Bite Café, um sich dort über das soziale Engagement der Betreiber zugunsten von Obdachlosen zu informieren, Meghan passend im Schottenkaro-Mantel. Vor dem Brautpaar-to-be waren übrigens schon George Clooney und Leonardo DiCaprio zu Gast. Im Mai werden sich die beiden auf Schloss Windsor das Jawort geben, doch schon jetzt ist Meghan fest eingebunden in die royalen Pflichten und profitiert bereits von den Privilegien. Ein eigenes Team kümmert sich um ihren Auftritt, Termine, richtiges Verhalten in der Öffentlichkeit, passendes Outfit. Der Plan scheint aufzugehen, denn beide Gäste kamen bei den Mitarbeitern des Cafés prima an. Ich bin keine Britin, ich bin Französin, wir haben keine Königin und ich weiß gar nicht, was Royals so machen. Aber sie waren wirklich nett und haben nett gefragt. Wir haben miteinander gelacht, das war gut. Wenn man solche Gäste hat, dann erwartet man ja eher, dass man ihnen etwas Neues erzählen kann über die Dinge, die man so tut. Ich war also erstaunt, wie oft sie sagten, ja, und sie haben doch dies und jenes schon getan und wir stehen hinter ihnen. Sie waren so authentisch. Der 33-jährige Harry und die 36-jährige Meghan werden am 19. Mai heiraten.